Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von Pavel Kaplun Digitale Fotoschule. Ich werde oft gefragt, welche Techniken gibt es, um verschiedene Objekte in einem Bild umzufärben. Da gibt es wirklich einiges, was man nehmen kann, um zum Beispiel radikal die Farbe verändern oder die Farbe in eine bestimmte Richtung zu verschieben. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Techniken zeigen, die wirklich einfach sind. Die erste heißt Bildkorrekturen Farbe ersetzen. Aber bevor wir jetzt diese Korrektur machen, würde ich Folgendes machen. Nehmen Sie am besten eine Kopie von der Ebene mit STRG und J und arbeiten Sie an dieser Kopie. Weil es ist keine Einstellungsebene, wir arbeiten jetzt direkt auf dem Bild und wenn wir irgendwelche Korrekturen benötigen, dann brauchen wir schon eine Kopie. Ich gehe jetzt auf Bildkorrekturen, Farbe ersetzen und dann passiert Folgendes. Wir nehmen jetzt mit der ersten Pipette die Farbe der Paprika und mit Toleranz können wir bestimmen, welche Farbbereiche noch mitgenommen werden sollen. So, jetzt habe ich zum Beispiel bei der Toleranz 160 fast alles ausgewählt und wir können jetzt mit dem Farbton die Farbe verändern. Allerdings, wenn Sie jetzt ziemlich weit gehen, dann sehen Sie, also zum Beispiel bei Grün gibt es hier restliche Bereiche und das ist nicht so schön. Auch wenn wir weiter nach hinten gehen, ist das auch genauso. Deshalb, also diese Technik eignet sich hervorragend, wenn Sie leichte Umfärbungen in ähnliche Farben vornehmen wollen. Zum Beispiel Rot in Pink oder Rot in Orange. Das funktioniert ganz gut. Wenn wir weitergehen, wie gesagt, wird es kritisch. Neben dieser Korrektur, also neben der geänderten Farbe, können Sie natürlich auch die Sättigung verändern. Sie können auch die Helligkeit verändern. Also das ist wirklich ein Werkzeug, was man ganz gut gebrauchen kann, wenn es um minimale Farbveränderungen geht. Andere Möglichkeit, auch mit dem gleichen Werkzeug, Sie selektieren zuerst die Gruppe der Farben, die Sie brauchen. Also zum Beispiel die Fläche der Paprika werde ich jetzt aussuchen bzw. auswählen mit dem Schnellauswahlwerkzeug. Der nimmt mir natürlich auch den Stiel mit, aber das ist kein Problem. Es gibt auch Lasso, mit dem wir diesen Bereich einfach von der Auswahl abziehen können. Wenn wir das so machen, dann können wir jetzt mit STRG und J die Paprika, also praktisch das Gehäuse, sagen wir so, auf eine neue Ebene legen und dann gehen wir auf Bildkorrekturen, Farbe ersetzen. Dann können wir hier wirklich viel mehr erreichen. Also dann nehmen wir alle Farben, die es einfach gibt. Ich nehme auch das hier, alles so. Jetzt haben wir wirklich alles ausgewählt und dann können wir loslegen. Und das funktioniert jetzt auf jeden Fall besser. Also wenn Sie vorher selektiv ausgewählt haben, dann klappt das prima. Also können Sie auch genauso Sättigung erhöhen, verringern, Helligkeit erhöhen oder verringern. Und diese Sachen, die hier noch zu sehen sind, ich bestätige das jetzt erstmal, so dass wir nochmal eine kleine Korrektur vornehmen können. Also, diese Reste, die wir hier noch sehen, also die können Sie entweder mit dem Radiergummi mit einer weichen Spitze wegmachen oder wenn Sie feiner arbeiten wollen und sicherer, arbeiten Sie mit der Maske. Aber hier machen wir einfach mal schnell auf diese Art, diese Korrektur. So, bitteschön, also jetzt haben wir die Farbe geändert und das hat ganz gut geklappt. Die zweite Methode, die ich Ihnen zeigen möchte, also die eben löschen wir jetzt, die brauchen wir nicht. Hier werden wir jetzt auch erstmal eine Auswahl machen. Also ich wähle jetzt den gleichen Bereich aus. So, hier schon wieder brauchen wir eine kleine Korrektur. So, und jetzt haben wir eine Auswahl. Diese Auswahl wird jetzt genommen, damit wir diese Auswahl als Maske für eine Einstellungsebene nehmen können. Welche Einstellungsebene? Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß gibt es eine feine Geschichte und zwar Farbton. Wenn ich jetzt Farbton aktiviere, dann kann ich jede
mögliche Farbe hier einbauen. Und so kann ich die Paprika jetzt umfärben. Natürlich nicht nur Paprika, jedes Objekt. Und dann brauchen Sie im Prinzip nichts anderes, als die Maske zu korrigieren. Wenn ich jetzt die Ansicht ein bisschen vergrößere, dann sehen Sie, ah ja, hier ist noch ein bisschen was vom Hintergrund geblieben. Da können Sie einfach mal sagen, okay, also wir werden jetzt die Maske ein bisschen weichzeichnen. Mit Gaußschen Weichzeichnern nehmen wir mal ein Pixel. Oder zwei, ich glaube, zwei wird es besser. Dann wird die Kante etwas rausgeschoben und dann können Sie fast sicher sein, dass Sie auch hier die Kante sehr gut treffen. Wenn das nicht ganz geklappt hat, dann Maske haben Sie schon. Nehmen Sie einfach das Pinselwerkzeug, auch ziemlich kleine Pinselspitzen, nehmen wir mal 20 oder so, auch weiche Kanten. Und dann können Sie mit weißer Farbe auf der Maske hier die Kante nochmal korrigieren. Das gleiche hier mit dem Schatten, das was zu viel genommen wurde, nehmen wir schwarze Farbe und hier wird der Schatten auch weggemacht. Ich persönlich finde diese Methode besser mit Schwarz-Weiß, aus dem Grund, dass hier wirklich ja, radikale Umfärbung möglich ist. Und Sie können nebenbei noch die In-Bild-Korrektur aktivieren. Das heißt, Sie können jetzt hier nach links und nach rechts bewegen und die Helligkeit des Objektes regulieren. Ja, das sind jetzt diese zwei Techniken, die ich Ihnen anbieten kann. Natürlich gibt es noch andere, aber mit diesen bin ich bei meiner Arbeit immer gut gefahren und das wünsche ich Ihnen auch. Ich hoffe, Sie haben was dazu gelernt und sage an dieser Stelle schon mal bis zum nächsten Mal, Ihr Pavel Kaplun. Noch mehr Tipps finden Sie auf unseren DVDs Pavel Kapluns 10 Photoshop-Hits, Der Weg zum perfekten Covergirl und Kunstwerke aus den Urlaubsfotos. Diese DVDs sind in unserem Online-Shop und bei Amazon erhältlich.